Ja, hallo liebe Leute, Woche ist rum und ich hatte ja in den Kommentar geschrieben, ich will das nochmal versuchen und da machen wir erst nochmal das Salz hier. Das ist so ein bisschen zusammengebacken, das möchte ich nochmal auffrischen, nur nochmal hier mit dem Rondo. Das heißt, wie wir es so gesehen hatten, das Messer rein und dann kommt das Zeug hier rein. Aber das mache ich mit dem Löffel, den habe ich jetzt nicht, also kurze Unterbrechung. So, da haben wir auch den Löffel, der muss natürlich trocken sein, wie soll es auch anders sein. Und dann nehmen wir das Salz nochmal und packen das hier rein. Da will ich jetzt nicht das so gießen wie beim letzten Mal. Lecker, lecker Salz. So, dann Rondo, Veneziano, oder wie auch immer die damals hießen. So, das Rondo-Teil hier drauf. So, und dann malen wir mal wieder ein bisschen. Aus wieder ein bisschen feiner. Ich denke, da mache ich jetzt erstmal direkt hier die Kuchenform fertig. Ruhig ein bisschen mehr. Aber das Fläschchen ist mal so richtig voll. Und dann können wir noch eine zweite Ladung hier einmal ein wenig verbessern. Ja, da sind so richtig dicke zusammengebackene Stücke jetzt hier drin. Die werde ich dann nochmal durch. Male. Okay, damit hat der seine Schuldigkeit getan. Das brauchen wir erstmal nicht mehr. Dann machen wir hier jetzt auch noch. Dann nehme ich mal wieder den Löffel zur Hilfe. Wie wir das Teil hier einbetten am besten. Da habe ich das Loch hier in der Mitte ein bisschen dicker gemacht. So, muss man überlegen, wie rum. Ist an sich egal, aber ich mache es mal so rum. Soll halt unten nicht aufsetzen, soll möglichst in der Mitte sein und auch möglichst bedeckt. Aufstocken.
bisschen mehr rein. Vielleicht ist das auch besser für das Tempern, wenn das nicht so wenig ist. Okay, so, da haben wir das Teil. Das ist jetzt richtig schwer, das ist viel Salz. Und da möchte ich, wie gesagt, den Ofen, ich habe immer noch keinen Mikrowellenofen, wo das Ding drin dreht. Natürlich nicht, warum soll ich sowas dafür kaufen, wenn ich es nicht woanders für brauche. Wir versuchen es wieder im Backofen, diesmal aber mit einem Vorheizen auf 230 Grad. Dann umschalten von Umluft auf Ober-Unterhitze und dann mache ich das Teil rein und da das ja nicht mitgeheizt ist, muss das ja durchgeheizt werden. 45 Minuten war das beim letzten Mal mit aufheizen. Ich sage einfach mal, ich mache hier mal 20 Minuten Backzeit oder machen wir 30. Machen wir 30 Minuten. Und dann schauen wir mal, ob das immer noch so komisch verschmilzt wie beim letzten Mal. Okay, das war's erstmal hier mit dem Part. Und das kommt jetzt in den Backofen und dann geht's gleich hier weiter. Ja, die Kamera war während der Aufnahme ausgefallen. Da war halt kein Speicherplatz mehr zur Verfügung. Wir sehen jetzt hier 75 Minuten, ist die Uhr gelaufen. Die können wir jetzt locker anhalten und können mal schauen, was das hier ergeben hat. So, muss mal schauen, ob das so alles gut sichtbar ist. Das machen wir mal ein bisschen her. Fangen wir mal an, das Salz hier langsam wegzunehmen. Ist immer noch ein bisschen warm, aber ich denke mal, also verbrennen tue ich mich jetzt nicht mehr. Und dann kommt so langsam das Rote in Sicht. Ja, nochmal ist die Kamera ausgegangen. Ich musste wirklich die Dateien da rauslöschen. Ich hatte die in der Gallery gelöscht, aber irgendwie war das wohl nicht ausreichend. So, wie gesagt, ich war gerade dabei, hier das vom Rand ein bisschen zu löschen oder zu lösen. Gießen vorsichtig. Oh, da ist er raus. Okay. Machen wir den raus. Flügel. Dann haben wir wieder unser Salz. Das können wir wieder verwenden. Und hier ist der Flügel. Der ist bei weitem nicht angeschmolzen, wie beim letzten Mal. Und dann muss man den jetzt nur noch
ein wenig von Salz befreien. Das machen wir wieder mit Wasser. So, da haben wir das Wasser und dann haben wir zwei Pinsel, bei denen hier ein bisschen härter. Mal gucken, wie wir das hier ein bisschen sauber gemacht kriegen. Meine Kamera hat nicht mehr sehr viel Strom, aber ich denke für das hier, da wird es eben noch reichen. So, noch ein bisschen probieren. So, das fühlt sich wirklich gut an. Alle Flügel sind heil geblieben und das war jetzt eine halbe Stunde bei 230 Grad im Backofen in einer unvorgeheizten Backform mit einer großen Menge von Salz drumherum, muss ich dazu sagen. Und das ist wirklich schon recht stabil geworden. Ich denke mal, damit kann man dann einen Rotationstest machen. Da brauche ich aber noch ein bisschen Zeit für. Das muss ich vorbereiten, wo ich das machen kann, ohne dass irgendwelche Sachen kaputt gehen können und das Ding doch mal zerreißen sollte. Okay, das war's auch zu diesem Video. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Wenn euch solche Videos gefallen, so lasst doch gerne ein Abonnement da und klickt auf die Glocke. Ihr werdet halt über neue Videos von mir informiert. Und damit dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!